Die Frauen-Eishockey-Nationalmannschaft bereitet sich auf das erste Spiel am Heimturnier in Kloten vor. Gespielt wird gegen Ungarn, Frankreich und gegen Deutschland. Trainer Colin Müller freut sich sehr auf die kommenden Tage. Ja, es ist immer speziell, wenn wir können, zu Hause ein Turnier spielen und mit der Mannschaft wieder zusammen zu haben. Es macht immer Spaß und ich glaube, die Frauen sind sehr stolz, dass sie können zu Hause spielen und sie freuen sich sehr und sehr schön für uns. Am Donnerstag spielt die Schweiz gegen Ungarn, am Freitag gegen Frankreich und zum Abschluss am Samstag gegen Deutschland. Das Ziel an diesem Turnier ist klar. Der Turnier gewinnen, meine, die sind alle Gegnerinnen, dass wir sollen eigentlich gut können spielen und wir hoffen schwer, dass jedes Spiel wir können unsere beste Leistung bringen und gewinnen. 22 Spielrennen wurden vom Head Coach aufgeboten, darunter auch Alina Müller, die sich freut, endlich wieder ein Heimturnier in der Schweiz spielen zu dürfen. Ja, mit der Schweizer Nationalmannschaft in der Schweiz aufzulaufen, ist ein Traum. Wir freuen uns mega, zum da zu sein und vor Familie und Freunden Hockey spielen. Der Eintritt für die Spieler ist gratis. Die Spielerinnen wie auch der ganze Staff würde sich freuen, wenn möglichst viele Fans den Weg ins Stadion finden würden.